Wie ein glühender Drache bahnt er sich seinen Weg, ein Lavastrom des Vulkans Kilauea auf Hawaii. Nach seinem Ausbruch hatte eine Bebenserie die Inselgruppe erschüttert. Bei den schwersten Erdstößen wurde eine gefährliche Stärke von 6,9 gemessen, wie die US-Bebenwarte mitteilte. An immer neuen Orten dringt seitdem Lava durch sich auftuende Risse. Wegen der auf Wohngebiete zufließenden Massen mussten inzwischen mehr als 2000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Behörden warnten zudem vor gefährlichen Schwefelgasen. Das war ein lautes Getöse, wie ein Triebwerk beim Flugzeugstart. Und davon bin ich heute Morgen aufgewacht. Die Eruption war über 30 Meter hoch. Es wird damit gerechnet, dass die Erdstöße anhalten, möglicherweise über mehrere Monate. Der Kilauea auf der größten Hawaii-Insel Big Island ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er ist in den vergangenen 35 Jahren immer wieder ausgebrochen.